Ja, Augsburg 2 gegen 1860 2 im Rosenau-Stadion. Für beide die Saison ja quasi gegessen. Beim FCA geht es ja zumindest noch um Platz 4. Aber vor der Partie, da gab es einen Paukenschlag bei Augsburg. Trainer Dieter Merkle und sein Assistent Oliver Bär mussten ihren Posten mit sofortiger Wirkung räumen. Und Michael Bock, der ja bei Augsburg spielte, bereits in der zweiten Mannschaft in der Saison 2012-2013, übernimmt für die letzten drei Spiele. Zur neuen Saison kommt ja dann Tobias Luderschmidt vom TSV Nördlingen. Ja, was würde es spielerisch geben in dieser Partie? Das war die Frage auch vor den Augen der Löwenfans. Der FCA hat direkt nach 2 Minuten mal mit einem Freistoß. Und den schießt Arif Ekin. 1:0, die ganz, ganz schnelle Führung für Augsburg. Arif Ekin nicht mit der Flanke, sondern direkt aufs Tor. Schwer zu sehen für Michael Netolitzki im Tor, war sicherlich auch nicht unhaltbar. Der strömende Regen hatte mittlerweile im Rosenau-Stadion eingesetzt und einer, der durfte dann rein in die Kabine und dort seinen Duschvorgang fortsetzen. In der 48. Minute schauen wir auf dieses Foulspiel von Wladimir Kovac. Der Slowake hatte bereits die gelbe Karte gesehen und bekam dann dafür gelb-rot. Die Löwen also nur noch zu 10. In der Schlussphase gab es dann aber trotzdem noch etwas zu feiern. Und zwar durch dieses Kopfballtor von Robert Glatzel, 88. Spielminute, der Ausgleich in Unterzahl. Schöner Treffer vom eingewechselten Glatzel, der Joker, mit seinem 5. Saisontor. Am Ende ein gerechtes 1:1, eine tolle Moral der Löwen in Unterzahl. Und zumindest ein erster Punkt für den neuen FCA-Coach Michael Bock.